Hallo liebe Arcada-Club-Freunde, ihr seid wahrscheinlich kurz vor Weihnachten noch im Stress und wollt noch schnell Postkarten oder Weihnachtskarten kreieren. Und das können wir mit Keynote machen. Und wenn ihr das Video im Sommer euch anguckt, dann vergesst das mit diesen Weihnachtskarten. Mit dem gleichen Trick könnt ihr aber auch Geburtstagskarten, Hochzeitskarten, irgendwas anders machen. Wir sind aber kurz vor der Weihnachtszeit, als dieses Video produziert wurde, und deswegen kümmern wir uns ein wenig um Weihnachtsthemen. Ich bin hier auf einer Webseite, ja, die hat einen komischen Namen. Tillify, würde ich sagen, heißt die. Und hiermit kann ich so komische, nahtlose Texturen erstellen. Und wir gucken mal hier drauf. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich nämlich hier so Ebenen einführen. Und ich lösche die mal, die da sind. So, hier, Delete und nochmal Delete. Und ihr könnt hier auf Add Emoji klicken. Und dann könnt ihr hier aus dieser Auswahl irgendeins nehmen und das dann hier einfügen. Aber das ist wenig weihnachtlich, deswegen nehme ich die hier mal alle weg, die da sind. Ja, und wir werden jetzt unsere eigenen hinzufügen. Das machen wir nämlich hier mit Upload Image. Und da habe ich mir von Pixabay so ein paar schöne freigestellte Weihnachtsmotive genommen. Ich nehme mal einfach hier diese Kerzen. Und wir gucken mal, ich habe noch irgendwo so ein schönes Säckchen auch freigestellt, hat keinen Hintergrund. Klicke ich an und das klicke ich auch an und dann sind die hier alle drin. So, und warum mache ich das Ganze? Das zeige ich euch gleich. Die kann ich nämlich hier alle so ein bisschen verschieben und auch anklicken und der Größe verändern und mir hier so ein wunderschönes, kleines, nettes Weihnachtsmotiv basteln. Und ihr seht, ich habe die hier mehrfach in auch verschiedenen Größen jetzt quasi eingefügt durch das Hochladen. Sind alle hier, könnt ihr auch verändern noch und auch hier auf diese Mittellinie schieben oder wie ihr wollt das arrangieren. Dann klicken wir hier nochmal auf Background Color und hier kann ich tatsächlich so ein schönes weihnachtliches Rot nehmen. Muss dann hier auf Schließen klicken und dann hier draufklicken, um das zu übernehmen. Schon habe ich hier alles weihnachtlich eingefärbt. Aber wie soll daraus eine Karte werden? Und wie gesagt, ihr könnt es ja für Geburtstage mit entsprechenden anderen Motiven machen. Anschließend klickt ihr hier drauf und könnt das Ganze herunterladen und zwar als PNG-Teil. Ja, so eine kleine Kachel halt. Und da klicken wir hier drauf, dann wird es heruntergeladen. Und jetzt kommt der Trick. Wir gehen nämlich unser kostenloses Keynote-Programm von Apple, mit dem wir schon so viele tolle Sachen gemacht haben, und klicken hier oben das Dokument mal an und sagen, als aktuelle Füllung hätten wir gern ein Bild. Und dann kommt hier so ein blödes Bild, aber das können wir ändern. Mit Auswählen können wir im Download-Ordner jetzt diese Teil Geschichte nehmen. Hier das ja und das ist unser quasi Ausschnitt, aber der wird direkt hier auf formatfüllend eingestellt. Das wollen wir nicht. Wir wollen ihn nämlich gekachelt haben. Und das ist nämlich hier unsere Weihnachtskartenkachel. Und die können wir hier auch skalieren und klein machen und groß machen, wie ihr das wollt. Aber da habt ihr einen schönen Hintergrund aneinander gekachelter Weihnachtsmotive. Und ihr könnt es ja auf der Webseite arrangieren, sodass es euch gefällt. Und anschließend legt ihr dann hier einfach eine schöne, nette Form drüber. Ja, die hier zum Beispiel. Und die könnt ihr in der Deckkraft noch ein bisschen ändern. In Rot zum Beispiel hier so drüber legen oder auch in Grün und dann die Deckkraft ändern. Und hier schreibt ihr eure nette Botschaft rein oder schreibt sie direkt über diesen Hintergrund. Wie auch immer, damit habt ihr ruckzuck noch schnell eine Weihnachtskarte gemacht, die ihr unterm Baum legen könnt. Oder wie gesagt, nach Weihnachten für beliebig andere Anlässe. Und es ist eine nette kleine Webseite, die einem solche schöne Kacheln erstellt. Das war's. Wie immer könnt ihr Gefällt mir anklicken, falls euch das Video gefallen hat. Den Kanal gerne abonnieren. Dann seid ihr quasi Mitglied im Club und ihr könnt noch das Glöckchen anklicken. Dann bekommt ihr als Mitglied sogar einen Hinweis, wenn ein neues Video kommt, was im Moment fast täglich passiert. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.